Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Paul Eiper, das Reh. Mitten auf der verschneiten Wiese, vielleicht 25 Meter ab vom Waldsaum, stand ein einzelnes Reh, warf scheu den Kopf hoch und sah angespannt zu mir herüber. Weil ich ganz reglos blieb, lange Zeit, beruhigte sich das Tier, wechselte nur ein wenig nach links, wo ihm niedriges Gebüsch Deckung bot. Der Wind war günstig, lief schräg am Waldrand entlang, vom Tier zu mir, aber ich muss doch irgendein Geräusch verursacht haben. Immer wieder stellt das vorsichtige Geschöpf seine Lauscher hoch, schnuppert, dreht sich, dabei bin ich längst hinter einer dickstämmigen Ulme verschwunden. Endlich wird das Reh vertraut, senkt seinen Kopf, umrandet äsend den Strauch draußen im Wiesenland, knabbert an den Zweigen, zeigt mir bald das weiße Spiegelchen, bald seine ganze Breitseite, klopft mit anmutig leichten Schlägen, die aber recht wirksam sind, ein Oval frei im Schnee und tut sich dann einfach nieder. Erst knicken die Vorderläufe ein, dann die hinteren. Nun senkt sich der braune Körper in die selbstbereitete Mulde, füllt ganz das Erdbett aus, so dass die Helligkeit der weißen Fläche ihn umschließt. Aber zunächst muss man sich noch ein wenig rütteln und schütteln, die Flanke beknabbern und mit dem Geäse Schnee ablecken von der Brust. Auch das eine Bein liegt noch nicht ganz gut. Endlich wird der Hals gedreht in rührend sanfter Weise. Rückwärts legt sich der Kopf des Rehleins auf die hintere Keule. Ein letztes Mal spielen die Ohren, neigen sich dann. Vollkommen sicher scheint die Welt. Das Geschöpf glaubt der Stille und dem Frieden. Es schläft.